Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und es ist endlich soweit. Es ist endlich soweit. Das Mistlet Update ist draußen. Und das werden wir auch so gleich zocken. Ich muss allerdings zugeben, ich habe schon gezockt. Leider. Und ich habe es auch schon gestreamt. So wie jetzt gerade. Allerdings hatte OBS die ganze Zeit mein Mikro nicht erkannt. Das heißt also, ich habe einfach ungefähr 4 Stunden oder so eine Aufnahme, wo ich sinnlos zocke, man aber nichts hört von dem, was ich sage. Und ich habe hier die ganze Zeit 4 Stunden mit mir selbst geredet. Oh Mann. Und dann dachte ich mir, na gut, okay, dann setze ich die Map halt zurück. Aber das klappt irgendwie nicht so ganz. Ich glaube, das liegt daran, dass das mit dem Cloud-Speicher überspeichert wurde. Und jetzt haben wir den Salat. Das heißt also, der Überraschungseffekt ist jetzt leider weg. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich wurde nämlich richtig erschlagen. Es gibt so viele neue Dinge. Das ist unglaublich. Also, dieses Update, das ist richtig der Hammer. Ich habe auch so Stuff, den ich gefunden habe, erstmal da in diese Kiste geschmissen. Ich kann mal kurz reinschauen, damit ihr mal seht, was es alles so Neues gibt. Da eine ganze Menge. Aber da wollen wir uns später mit beschäftigen. Und, ich würde tatsächlich, also Moment, ich kann einmal kurz erklären, was wir gemacht haben. Wir sind nämlich einfach, wo war das denn hier, ne? Glaube ich, bei der Sumpfbase sind wir, glaube ich, losgefahren. Bei der Sumpfbase losgefahren und dann hier einfach nach Süden. Und hier haben wir dann ein Nebelland gefunden. Hier haben wir auch die Nebelland-Base hingebaut. Tatsächlich geht es hier auch noch bis nach unten. Das ist auch noch alles Nebelland, nur mit Wasser vermischt. Sieht sehr interessant aus. Ich würde aber tatsächlich irgendwie vielleicht ein neues Nebelland suchen. Keine Ahnung. Und außerdem, letztes Mal bin ich einfach rein, blind, und hatte keine Ahnung, was uns erwartet. Diesmal würde ich das mit ein bisschen mehr Verstand machen. Denn wie der Name Nebellande schon sagt, ist dann ganz schön dichter Nebel. Und ich wusste gar nicht, dass es einen Weg gibt, wie man diesen Nebel quasi vertreiben kann. Und genau das werden wir jetzt nämlich mal machen, denn es gibt ja bei jedem Boss, wenn man den besiegt hat, immer einen Drop, ne? Und jeder, also jeder von den 5 Bossen, hat bisher etwas gedroppt, was nützlich war, außer der allerletzte, Yagloot. Das hieß einfach nur Yagloot-Thing, also einfach nur so ein Objekt, was sozusagen Platzhalter war. Jetzt allerdings ist es das hier geworden, Torn Spirit. Und wenn ich das mal im Inventar nehme, müssten wir ein neues Rezept bekommen. Zack, Wisp Fountain. Und mit der Wisp Fountain können wir nämlich etwas bauen, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Moment, ich schaue mal kurz nach bei, wo war das denn? Bei Herstellung dann wahrscheinlich, ne? Da, Wisp Fountain. 10 Stein, ein Torn Spirit und ein Steinmetz. Den brauchen wir auch. Für den Steinmetz wiederum müssen wir mullen, ne? Denn der Steinmetz braucht, wenn ich mich recht entsinne, doch Eisen oder so. Irgendein Metall brauchte der. Ja, da, 2 Eisen, meine ich doch. Außerdem ein bisschen Holz und so weiter. Die neuen Feinde, die dort sind, übrigens, haben eine Schwäche gegen Frost. Deswegen habe ich sehr viele Frostpfeile hergestellt. Das habe ich auch selber herausgefunden im Let's Play. Ich habe mir einfach ein paar Feuerpfeile und so eingesteckt. Und dann die neuen Feinde, ich erkläre dann, wenn wir sie sehen, welche das sind, einfach mal abgeballert. Aber da sie scheinbar Schwäche gegen Frost haben, da bin ich auch nicht drauf gekommen. Warum nehmen wir nicht einfach ihn hier? Frostner, dafür haben wir ihn doch. Weil der macht nämlich da 58 Eisschaden. Und wir können dabei unseren Schild tragen. Deswegen würde ich den hier, das Stachelschwein, Moment, das repariere ich mal eben. Würde ich tatsächlich dann an die Wand hängen. Und sobald wir dann in den Nebellanden fertig sind, das dann aufnehmen, ne? Würde ich sagen. Ist echt ein bisschen doof gelaufen. Ich habe mich so lange... Ich habe so lange gewartet, wie ihr ja auch, dass das Update kommt. Und dann ist es da. Und dann verkacke ich die Aufnahme. Da habe ich mich sehr geärgert. Aber ist auch gar nicht weiter wild, weil wir... dafür mache ich das jetzt nicht so blind, ne? Also, ich habe natürlich Tränke dabei, weil das neue Biom ist echt nicht ohne. Ich habe außerdem das gute Essen eingepackt, wie man sieht. Unsere gute Ausdauernahrung und unsere gute Lebensnahrung. Die fülle ich auch direkt wieder auf. Und ich weiß allerdings nicht genau, wie wir das machen wollen. Das Nebellandeportal, dass wir das zum Beispiel irgendwo anders hinbauen. Und dann sozusagen das, was da unten ist. Aber was machen wir hiermit, ne?
Weil tatsächlich war das auch ganz schön chaotisch. Ich bin einfach drauf los und habe gehofft, dass wir auf irgendein Nebelland treffen. Gott sei Dank ist es dann auch sehr schnell da gewesen. Wir können hier theoretisch ein bisschen erkunden. Wollen wir das einfach machen? Dann nehmen wir das Nebel... Obwohl, hier sind eigentlich auch... Ich weiß es nicht, was wir jetzt machen sollen. Das ist echt doof gelaufen. Aber sowieso müssen wir erst einmal mullen. Zack. Und hinunter. Und dann nehmen wir uns zwei Eisen raus. Damit kommen wir ja nicht durchs Portal. Deshalb müssen wir uns in die andere Map einloggen. So wie wir das immer machen. Ich brauche dafür 4 Stein. Und für die Fontäne 10 Stein. Also brauche ich insgesamt 14. Einen Moment. Wir haben schon 10 dabei. Dann nehmen wir nochmal 4. Hier. So. Und dann würde ich sagen, wir mullen mal eben, ne? Ich logge mich mal eben in die andere Map ein. Einen Augenblick. So, da sind wir. Und da liegt auch schon Stuff, den ich gefunden habe, aber nicht transportieren konnte. Aber den lasse ich da erstmal liegen. Ich schmeiß mal hier das Eisen hin. So. Und wir loggen uns zurück. So, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, tatsächlich, wir gehen einfach mal durch das Portal hindurch. Also, es ist natürlich ein bisschen schade. Der Überraschungseffekt ist nicht mehr da. Es tut mir sehr leid. Das stört mich auch. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach hier durch das Portal. Denn jetzt ist der Vorteil, dass ich Ahnung habe, was uns erwartet. Und ich erklären kann, ne? Das heißt, ich kann euch direkt alle abholen. Ich würde sagen, wir gehen mal pennen. Die Sonne geht gleich unter, ne? Das heißt also, da ist sozusagen der Überraschungseffekt zwar nicht mehr da, aber dafür habe ich jetzt ein bisschen Plan, was uns erwartet. Und kann auch ein bisschen erklären. Gute Nacht! So, da sind wir. Oh, es ist Nacht, aber man sieht gerade schon, dass der Morgen überschrieben. Boah, laggedy lag, weil die Welt wieder speichert. Aber gut, weiter geht's. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch das Nebellandeportal. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn der sämtliche Fortschritt, den ich erzockt habe, wenigstens dann nicht weg ist, ne? Aber ich werde euch abholen und alles, was es Neues gibt, zeigen. Weil, ach, das letzte Portal haben wir endlich auch. So geil, wir haben jetzt alle Portale connected und ich würde sagen, wir gehen hindurch. Verdammt, ich habe mein Essen nicht aufgefüllt, ne? Habe ich gerade noch gesagt, dass ich das machen will. Ich esse trotzdem mal alles. Da haben wir jetzt 30 Minuten gute Nahrung, haben einen hohen Lebensbalken und vor allem viel Ausdauer. So, und hier sind wir, die Nebellande. Und man sieht schon diese Laterne da. Da ist so ein kleines blaues Licht, ne? Und dieses blaue Licht vertreibt Nebel. Denn, wie man sehen kann, ist es hier ganz schön neblig. Und das ist auch wirklich ein großes Problem, wenn wir nämlich nachher unterwegs sind. Moment. Wenn wir dann hier zum Beispiel rumlaufen, merkt man richtig, wie dicht der Nebel eigentlich ist und wie wenig weit man gucken kann. Ich habe dann einfach immer rangezoomt, in der Hoffnung, irgendwas zu erkennen. So. Aber es gibt einen Weg, wie man sich sozusagen dieses blaue Licht selber holen kann. Und genau dafür habe ich gerade gemullt. Denn dort drin sind hier diese Irrlichter oder Wisp heißen die auf Englisch. Und das ist unsere erste Aufgabe. Damit wir nämlich in diesem Nebel klarkommen, müssen wir uns eine Wisp beschaffen. Wir haben hier so ein kleines Camp, so ein Zwergencamp quasi beschlagnahmt, weil hier ist nämlich so eine riesige Ausgrabung. Die gibt es häufiger. Es ist auch nicht immer das ausgegraben, aber es ist wohl irgendwie Petrified Bone, also irgend so ein Knochending. Und die Zwerge graben das aus. Und es gibt auch tatsächlich jetzt neutrale NPCs. Die laufen rum und schießen auf Feinde. Und wenn wir die nicht selber angreifen, dann bleiben die auch friedlich. Finde ich sehr nice. Ich habe das Portal einfach darunter hingestellt, weil es so geschützt ist. Fand ich sehr cool. Hier sind leider keine Zwerge, die hier rumlaufen. Es gibt aber mehr als genug Camps und die werden wir auch noch sehen. Was liegt denn hier? Copper Scrap. Stimmt. Ich glaube, das droppen die Zwerge, wo ich mir gedacht habe, was will ich mit Kupfer? Wir haben, Kupfer ist doch einer der ersten Erzsorten, oder nicht? Und das brauchen wir nicht, deswegen habe ich es da hingeschmissen. Und ich würde sagen, wir werden alsbald uns mal nach einem Irwisch Ausschau halten. Hin und wieder lichtet sich der Nebel, das sieht richtig cool aus, ne? Finde ich.
Und auch das finde ich voll geil. Überall verteilt sind diese riesigen Schwerter und Helme und so. Als ob hier die Titanen eine riesige Schlacht gekämpft hatten. Voll Hammer, finde ich, ehrlich gesagt. Und es gibt überall diese komischen Karnickel. Hail heißen die. Weiß ich nicht genau, was dieser Name übersetzt bedeutet. Karnickel? Weiß ich nicht. Das sind irgendwie so Reptilienkaninchen. Die droppen einerseits da, diese Haut. Scale, Height und Hair, Meat. Hair heißen die, genau, nicht Hail. The meat of a hair is scant but toothsome. Das heißt, da sind schon mal zwei neue Items. Was ist das denn? Ach, das ist eine Trophäe von denen. Die habe ich noch gar nicht gesehen. These are said to bring luck. Ach ja, stimmt. Genau, diese drei Items werden von den Kaninchen gedroppt. Habe ich schon ein paar gekillt, aber habe ich es noch nicht priorisiert. Wir können ja jederzeit wieder zurück. Wir werden hier sehr, sehr viel farmen müssen, ne? Und es gibt ja auf jeden Fall auch sehr viel zu entdecken. Da sieht man zum Beispiel wieder so eine Ruine, die da aus dem Nebel herausragt. Ich finde das so Hammer, ehrlich gesagt. Ich war immer noch nicht auf so einer Ruine obendrauf. Ich weiß nicht, ob da eine Kiste zum Beispiel ist oder so. Keine Ahnung. Können wir irgendwann mal testen. Aber wir haben ja gerade gemullt. Ich brauche das Eisen hier, damit wir uns die Workbench bauen können. Deswegen, ich logge mich mal kurz zurück zur anderen Map, ne? So, da sind wir. Wir nehmen das Eisen auf. Und das war's auch schon. Mehr brauchen wir hier nicht. Deswegen loggen wir uns direkt wieder aus. So, da sind wir. Und wir haben die zwei Eisen dabei. Außerdem alles, was wir brauchen, um diesen Steintisch zu bauen. Und nachher diese Wisp Fountain. 4 und 10, genau. Sehr gut. Müssen wir jetzt nur noch irgendwo eine Stelle finden, wo so eine Wisp rumfliegt. Wir müssen jetzt also die Augen aufhalten nach blauen Lichtern. Ich weiß nicht genau, wo man die findet. Ich weiß aber, dass sie den Nebel vertreiben. Und wir dadurch nämlich, wenn wir eine Wisp gefangen haben... Da ist wieder so ein komisches Reptil-Hasenvieh. Aber die können wir später jagen. Erst einmal gibt es anderes zu tun. Da hinten ist so eine Leuchte. Ich höre hier irgendwas rumlaufen. Ich habe Angst, dass hier schon wieder diese hässlichen Viecher sind. Weil die sind echt nicht ohne. Aber wir haben jetzt diesmal den Frosthammer dabei. Ich hoffe, der macht ein bisschen Schaden an denen. Weil ich glaube, die sind nämlich, so habe ich das letztes Mal nämlich festgestellt, verwundbar gegen Eis. Eisschaden, glaube ich. Wenn ich mir so auf die, wenn ich so auf die Map gucke, würde ich sagen, wir gehen mal hier so hin, ne? Oh oh. Hä, wo tippeln die denn? Irgendwie sehe ich nichts, ich höre sie nur. Unangenehm laut auf dem Ohr. Ich gehe mal hier so lang. Oh, ich finde, das sieht so cool aus mit diesem schwarzen Stein, ne? Habe ich mich verjagt. Ich zoome mal ran, solange wir keine Wisp haben. Und gehe hier oben drauf. Vielleicht können wir hier besser gucken. Und sehen, wo wir diese komischen Viecher finden. Ah, hier sind auch neue Pilze. Mage Cap. Stimmt, ich habe gesehen, man kann Magier werden in diesem Update. Wie geil ist das denn? Das ist doch genau mein Ding. Aber ich weiß auch nicht genau, wie stark das ist. Beziehungsweise wie schwach. Sag einmal, muss ich diese Fountain einfach auf den Boden bauen? Und dann kommen schon welche? Dann kommen Wisps schon an? Oder soll ich das mal machen? Soll ich mal einfach hier so hinbauen? Ah ja, genau. Diese Wurzeln kennt ihr bestimmt auch schon. Die sehen wir ja immer im Himmel. Und, ah, hier sind sie. Nee, doch nicht. Das sind auch diese Pilze. Und hier ist ein hässliches Vieh, ne? Da, die meine ich. Seeker. Das sind solche Ameisen, fliegenden Ameisen-Insektenviecher. Die sind richtig widerlich. Wow, da ist ein Soldier. Und ich sehe gar nichts, weil hier überall Nebel ist. Nee, das sind nur normale Seeker. Aber man sieht sie nicht. Ich will sie euch gerne mal zeigen. Doch, das sind zwei Seeker und ein Soldier. Ich glaube, die schaffe ich nicht. Ich lauf mal. Hier auf diese Wurzel. Uah, au, 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 ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Oh oh, das war knapp. Ich trinke mal einen Trank. Und lauf hier hoch. Aua, lass mich in Ruhe. So.
Und so. Und ich hoffe, ich komme hier runter und die kommen nicht hinterher. Das geht ja schon mal richtig gut los. Und man sieht einfach gar nichts, ne? Das ist, was ich meine. Deswegen will ich unbedingt erstmal diese Wisp finden, damit wir hier Ruhe haben, was den Nebel angeht. Nein! Hoch, 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 hoch. Diese Insektenviecher sind so pervers. So, hier oben kommen die doch nicht drauf, oder? Also die können zwar fliegen, aber das machen die, glaube ich, nur in seltenen Fällen. Und hier können wir die, glaube ich, einen nach dem anderen killen. Da sieht man sie mal, wie eklig die aussehen. Die kämpfen gegen irgendwas. Gegen was denn? Sind da Zwerge, die uns helfen? Ich sehe es nicht, gegen was die kämpfen. Ich kann es auch nicht antargeten, leider. Aber gut, dann kümmern wir uns um den hier. Und ich bin gespannt, wie viel Schaden Frostner macht. Ich treffe nicht. So, verdammt, was mache ich hier? So viel Schaden macht das gar nicht. Aber es geht. Besser als gar keiner. Nee, das wird nix. Oh, es geht aber, ne? Ah, doch, doch, doch. Der Frosthammer ist gar nicht mal so schlecht. So. Autsch, 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 autsch. Wir haben noch 3 Leben. Heiltrank. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Wir könnten jeden Moment sterben. Da ist das Vieh. Und da ist ein Soldier. Und man sieht schon, die sind so fett und tanky. Ich weiß nicht, ob es besser ist, vor dem abzuhauen. Ich habe keine Ahnung. Alter, dieser Nebel nervt so, ne? Na komm. Ja, das wird aber ganz schön lange dann der Kampf. Man sieht gar nichts. Da sieht man ihn. So. Wir haben keine Ausdauer, ne? Oh, wir sind gar nicht gut ausgeruht. Das war jetzt nicht so klug. Geht ja richtig gut los, was ich hier mache. Aber gut. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ich ziehe ihn mal hier raus. Hauptsache, wir machen ihn klein und ähnlich uns. Können eigentlich auch einfach vor ihm abhauen, überlege ich gerade. Aber jetzt haben wir schon 2 Hälfte runter, ne? So. Komm mal her. Damit ich dich auch sehen kann. Autsch, ein Hit noch und wir sind tot. Ich mach mal kurz so. Dann schlägt er zu. Und ich trinke den. Warum kann ich den nicht zu mir nehmen? Ach so, noch 16 Sekunden. 16 Sekunden müssen wir noch aushalten ohne Heiltrank. Na komm schon. Autsch, 3 Leben noch. Wäh, jetzt keinen Fehler machen. Wir haben ihn fast down. Alles blockiert. Oh oh. Jetzt kommt auch noch ein Goblin dazu. Bitte greif nicht mich an. Nee, er greift den Fuhling an. Ist eigentlich unsere Chance abzuhauen, ne? Aber jetzt sind wir schon so weit. Sehr gut, dankeschön. So, und noch ein Hit. So, Feierabend. Endlich. Ah, eine Soldier Trophy. Die ist neu. Perfekt. Die eignet sich doch sehr gut für unser Portal. Hier, diese Steine, Alter. Die brauchen wir nun wirklich nicht. Wir brauchen nur ein paar. Aber den Rest lasse ich mal liegen. Hier, dieses Carapace. Das ist deren Haut. Die brauchen wir. Ich glaube, für Rüstung oder so. Gold brauchen wir auch nicht. Hier, weg damit.
Stattdessen nehmen wir das hier mit Soft Tissue. It still fizzes softly with ancient memories. Keine Ahnung, was das heißen soll. Bin ich ein bisschen schade, dass das noch alles auf Englisch ist. Also, ich kann zwar Englisch, aber so gut nun auch wieder nicht. Genauso wie Hare. Was auch immer ein Hare ist, dieses Kaninchenvieh. Oder ist das ein eigener Name? Weiß ich nicht. Aber gut, wie auch immer.